يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Heute sprechen wir inshallah über den Niqab, denn es gab in letzter Zeit einige Probleme in dieser Sache und ich wollte schon länger ein Video darüber machen, um einige Sachen zu besprechen. Erstmal, was sind die Beweise für den Niqab? Weil ein Bruder, den ich für Allah liebe und sehr schätze, hierzu gefragt wurde und er sagte sowas wie, er kennt kein Hadith, was mit dem Niqab zu tun hat. Deswegen, wir werden inshallah, so wie unsere Gelehrten es uns beigebracht haben, diese Mas'ala abarbeiten mit Ayat und dann Ahadith und dann Aussagen der Gelehrten. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Die erste Ayah in Surat An-Nur, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, auf Deutsch, und sagt zu den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham hüten und ihren Schmuck nicht offen zeigen, außer dem, was sonst sichtbar ist. Und sie sollen ihre Kopftücher auf ihre Brustschlitze und ihr Gewand schlagen und ihren Schmuck nicht offen tragen. Hier wird im Tafsir erwähnt, dass Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu sagte, was ist hier gemeint mit dem Schmuck, den sie nicht offen tragen sollen? Er sagte, dieser Schmuck ist das, was unmöglich zu verbergen ist. Zum Beispiel das Kleid selber, das Abaya selber, was die Frau trägt, oder ihre Größe, oder zum Beispiel, ob sie jetzt sehr dick ist oder sehr dünn ist. Selbst wenn sie ein ganz weites Kleid anhat, wird man trotzdem merken, ob sie 120 Kilo wiegt oder 50 Kilo wiegt. Und diese Sachen. Das war, was Abdullah ibn Mas'ud hierzu gesagt hat. Es wird überliefert zu Abdullah ibn Abbas, dass er sagte, إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, außer das, was sonst zu sehen ist, ist Gesicht und Hände. Jedoch ist diese Überlieferung zu ihm sehr schwach. Und zu der anderen Aussage von Ibn Abbas werden wir noch kommen bei der anderen Ayah. Auf jeden Fall, die authentische Sache hier ist zu Ibn Mas'ud. Amma zu Ibn Abbas, so ist die Überlieferungskette zu ihm, zu dieser Aussage, unauthentisch. Zudem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, illa ma zahara minha. Und er sagt nicht, illa ma azharat minha aw min nafsiha. Also er sagt, außer dem, was zu sehen ist von ihr. Und nicht dem, was sie zeigt. Das hat einen Unterschied im Arabischen und auch im Deutschen. Es ist ein Unterschied, ob man etwas sieht, ob sie es möchte oder nicht, oder ob sie etwas mit Absicht zeigt. Zudem, es gab einige Gelehrten, die sagten, dass hier gemeint ist, ihr Schmuck generell, also wie zum Beispiel Schminke und ähnliches in ihrem Gesicht, das soll sie nicht zeigen. Was auch ein Beweis ist für das Bedecken des Gesichts. Warum? Weil, wenn ihr Gesicht zu sehen wäre, würde man diese Sachen sehen. Dann die nächste Ayah in Surat al-Ahzab. Und sie ist Ayat al-Hijab. Sie ist Ayah 53. Und wenn ihr sie um etwas bittet, sie, die Frauen des Propheten, so bittet sie hinter einem Hijab, einem Vorhang. Das ist reiner für eure Herzen und ihre Herzen. Subhanallah. Also hier, wenn Abu Bakr as-Siddiq, der beste Mann nach dem Propheten von unserer Umma, Hafsa, die Tochter
von Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, und die Frau des Propheten, alayhi salatu wassalam, um eine Fatwa oder eine Frage bittet, dann soll er dies nur hinter einem Vorhang tun. Warum? Weil das besser ist für sein Herz und ihr Herz. Das gleiche bei Umar ibn al-Khattab, wenn er Aisha, radiallahu ta'ala anha, die Frau des Propheten, die Tochter von Abu Bakr al-Siddiq, um etwas bittet, dann soll er das nur hinter einem Vorhang machen, weil es besser ist für sein Herz und ihr Herz. Diese Leute waren die besten Menschen, was Herzen angeht. Besser als wir und besser als die Leute in unserer Zeit. Deswegen, wie können wir heutzutage sagen, wir dürfen Frauen ansehen, wir dürfen mit ihnen Gesicht zu Angesicht sitzen und mit ihnen über Themen reden, die nicht wichtig sind. Nicht wie in diesem Fall eine Fatwa, ein Hadith zum Propheten, sondern unwichtige Themen. Und sagen, unsere Herzen sind sauber, wir haben keine schlechte Absicht. Subhanallah. Und man wird alle Ayat über Al-Hijab im Koran so finden, dass sie wie ein Vorhang sind. Al-Hijab in der Sprache, in der arabischen Sprache, ist etwas, was die Blicke verhindert. Und wenn jetzt eine Frau ihr Gesicht zeigt und das vielleicht noch schön ist und so weiter, wo hat sie dann Blicke verhindert? Die dritte Ayah, ebenfalls in Surat al-Ahzab, O Prophet, sag deinen Gattinnen und deinen Töchtern und den Frauen der Gläubigen. Das ist das Wichtige hier. Sie sollen etwas von ihrem Überwurf über sich herunterziehen. Das ist eher geeignet, dass sie erkannt werden und so nicht belästigt werden. Hierzu gibt es eben die Aussage von Abdullah ibn Abbas, dass hier gemeint ist, oder dass er hier gesagt hat, hier hat Allah subhanahu wa ta'ala den gläubigen Frauen befohlen, wenn sie aus irgendeinem Grund oder irgendeiner Dringlichkeit ihr Haus verlassen, dass sie ihre Kleider über ihre Gesichter zogen. So steht es im Tafsir, und das kann man nachlesen zu dieser Ayah und zu Abdullah ibn Abbas. Genauso zu dieser Ayah sagten die Tafsir-Gelehrten, dass es um das Bedecken des Gesichts geht. Und manche von ihnen sagten, es geht um das Bedecken des Gesichts, außer das linke Auge. Also dass die Sahabiyat, die Frauen der Sahaba, die Frauen der Gläubigen, ihr Gesicht bedeckt haben und ihren kompletten Körper bedeckt haben, außer das linke Auge, sodass sie den Weg sehen können. Hier ist es so, dass zu Aisha radiallahu ta'ala anha überliefert wird in Al-Bukhari Mu'allaqan, dass sie sagte, als diese Ayah herabgesandt wurde, was haben die Frauen gemacht? Sie haben von ihren Kleidern abgeschnitten und diese über ihren Kopf runtergeworfen. Und wie Ibn Hajar in der Erklärung zu Sahih al-Bukhari sagt, sie haben das gemacht, um ihre Gesichter zu bedecken. Dann kommen wir zu den Hadithen. Das erste Hadith, was sehr stark ist in dieser Sache, ist Al-Mar'a Awra. Die Frau ist Awra. Und Awra ist bekannt, das, was bedeckt werden muss. Hier hat der Prophet a.s. nicht gesagt, die Frau ist Awra, außer ihr Gesicht und ihre Hände. Er sagte, die Frau ist Awra. Es gibt ja ein Hadith mit Gesicht und Hände, aber das ist aus mehreren Gründen sehr schwach in der Überlieferungskette. Und zwar, das ist das Hadith bei Abu Dawud überliefert, dass Asma bint Abi Bakr, die Schwester von Aisha, zum Propheten kam, alayhi salatu wassalam, und ein durchsichtiges Kleid anhatte, walayazu billah. Und dann sagte ihr der Prophet, alayhi salatu wassalam, ja Asma, wenn die Frau ihre Pubertät erreicht hat, dann darf von ihr nichts gesehen werden, außer das Gesicht und die Hände. Erstmal in dem Hadith ist ein schwacher Überlieferer, weil einige Gelehrten sagten, er ist Matruk, also noch mehr als schwach, sozusagen sein Hadith ist nichts wert. Die andere Sache ist, dass derjenige, der vor Qatada kommt, das ist Khalid, soviel ich mich erinnere, Ibn Durayk, dass er Marasil zu Aisha überliefert. Marasil, also dass er sagt, Aisha sagte dieses und jenes, obwohl er sie nicht getroffen hat und nicht
das gehört hat von ihr, sondern es gab eine Zwischenperson. Ob diese ein Überlieferer ist, dem man vertrauen kann oder nicht, oder ob das ein Lügner ist und so weiter, das können wir hier nicht feststellen. Und sogar Abu Dawud, der dieses Hadith überliefert hat, hat geschrieben in seinem Buch, dass das ein Mursal-Hadith ist und kein Muttasil-Hadith, also kein Hadith, was bis zum Propheten oder hier bis zu Esma komplett ist, eine komplette Überlieferungskette hat. Deswegen, das ist ein sehr schwaches Hadith und man kann es hier nicht verwenden. Dann gibt es noch ein Hadith, das bei der Hajj ein Mann mit dem Propheten a.s. war. Und dann kam eine Frau und sie hat diesen Mann angeschaut. Und der Mann hat sie angeschaut und sie haben sich lange angeschaut, bis der Prophet a.s. zu diesem Sahabi gesagt hat oder beziehungsweise sein Gesicht abgewendet hat. Hier sagen sie, er hat sie angeschaut ins Gesicht und sie ihn und so weiter. Aber das ist kein Beweis. Und die Brüder werden das bestätigen können, dass sie auch unter Umständen eine Frau ansehen, die einen Niqab trägt und ihr in die Augen schauen und so weiter. Und das sozusagen erfolgen kann, ohne dass man ihr Gesicht sieht. Dass sie sich zum Beispiel gegenseitig in die Augen schauen. Und Schwestern werden das genauso bezeugen können. Deswegen ist das kein Beweis dafür, dass das Gesicht dieser Frau gesehen wurde. Und es gibt noch einige Hadithe, die meisten davon sind schwach oder nicht klar in dieser Sache. Das einzige klare Hadith war das Hadith von Esma und das ist sehr schwach. Aber zu der anderen Meinung gibt es hier das Hadith La tantaqib al-mar'a al-muhrima. Die Muhrima, also diejenige, die im Ihram-Zustand ist, darf keinen Niqab tragen. Sie darf keinen Niqab tragen. Hier ist erstmal die Sache, dass das heißt, im Normalfall trägt sie einen Niqab. Wenn der Niqab nicht in der Zeit dort gewesen wäre bei den Frauen der Sahaba, dann hätte es keinen Sinn, dass der Prophet a.s. es bei Hajj und Umrah verbietet. Hier gehen wir jetzt eine Stufe weiter. Wir müssen natürlich diese Aussage im Licht der Salaf verstehen. Hier erzählt Aisha radiallahu ta'ala anha, dass sie Muhrima mit dem Propheten a.s. war und natürlich damals um die Kaaba war nichts los, nicht so wie heute. Also erzählt sie, wenn aber fremde Männer näher gekommen sind, dann haben wir unsere Tücher über unsere Gesichter getan. Deswegen, ja, wenn keine Männer da sind, was heutzutage natürlich unmöglich ist, dann tut sie ihr Gesicht nicht bedecken. Wenn aber Männer da sind, dann bedeckt sie ihr Gesicht. Und das ist nicht mit einem Niqab, sondern mit einem losen Tuch. Denn das, was verboten ist, ist, dass die Frau etwas trägt, was zugeschnitten ist auf ihr Gesicht. So wie es für den Mann verboten ist, als Muhrim etwas auf seinem Körper zu tragen, was zugeschnitten ist. Aber heißt es, dass er deswegen nackt rumläuft? Nein. Er trägt die Tücher, die nicht geschnitten sind und nicht zugeschnitten sind. Genau. Dann zu den Aussagen der Gelehrten. Die Mazhab von Imam Abu Hanifa. Hier wird zu ihnen überliefert, dass die Frau, die junge Frau, dass sie ihr Gesicht bedeckt. Aber er sagt hier nicht, weil das Gesicht Aura ist, wie zum Beispiel Imam Ahmad sagt, nicht weil das Gesicht Aura ist, sondern weil von ihr Fitna ausgeht. Und wenn das so ist, dass von einer ihr Fitna ausgehen könnt, wie er sagte, die junge Frau, dann muss sie dieses Gesicht bedecken. Das gleiche in der malikitischen Rechtsschule. Al-Hattab sagt hier ebenfalls, dass die Meinung der Rechtsschule ist, wenn man Angst hat, dass Fitna kommt bei dieser Frau, dann ist es für sie verpflichtend, ihr Gesicht zu bedecken. Und hier wird auch zu einigen malikitischen Rechtsgelehrten überliefert, dass sie sagten, wenn die Kuffar sie sehen können, dann wird es für sie Pflicht, ihr Gesicht zu bedecken. Bei
المنهج von Imam al-Nawawi, der Erklärung von Sheikh Suleiman al-Jamal. Hier sagt Imam al-Nawawi, dass die freien Frauen ihr Gesicht und Hände, alles auch ist, außer Gesicht und Hände. Aber hier meint er, dass die Aura im Gebet alles außer Gesicht und Hände ist. Und er erklärt weiter, vor den Maharim und vor den Frauen ist die Aura vom Bauchnabel bis zu den Knien. Auch wenn es hier Gelehrte gibt, die eine vielleicht andere, bisschen bessere Meinung haben. Aber er sagt weiter, dass vor den Frauen und den Maharim bis von Knien bis Bauchnabel die Aura ist. Aber vor den fremden Männern muss sie alles bedecken. Und die letzte Aussage, die Aussage von Imam Ahmad sagt, der komplette Körper der Frau muss bedeckt werden und ist Aura, sogar ihre Fingernägel. Sogar ihre Fingernägel. Das waren die Aussagen der vier Imame. Und auch die heutigen Gelehrten, wie zum Beispiel Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Usaymin, Sheikh Salih al-Fawzan, Sheikh Abdul Muhsin, Sheikh Mustafa al-Adawi, Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini, Sheikh al-Tarifi, Sheikh Muhammad Hassan, fast alle der heutigen Gelehrten von Ahlus Sunnah sagen, dass der Niqab Pflicht ist. Also mir fällt gerade keiner ein, außer Sheikh al-Albani, der hier eine andere Meinung hat. Und jetzt zu der Sache mit den Analogieschlüssen oder mit dem Gedankengang. Die Mehrheit der Gelehrten, fast schon ein Ijma, ist, dass die Frau ihre Füße bedecken muss. Jetzt, wenn man mal nachdenklich ist, was ist mehr Fitna für die meisten Leute, die nicht zum Beispiel einen Fetisch haben, oder für ganz normale Leute, das Gesicht einer Frau, wonach man ihre Schönheit überhaupt einteilt, oder ihre Füße, ihre Waden und ähnliches? Natürlich, das Gesicht ist eine größere Fitna und ist größerer Schmuck, größere Sina als ihre Fersen zum Beispiel. Deswegen, von der Logik her, ist es ebenfalls eher Pflicht, dass sie ihr Gesicht bedeckt als ihre Füße. Jetzt zur letzten Frage. Wie sieht es aus mit dem Niqab im Westen? Hier wurde Ibn Usaymin gefragt und er sagte, die Pflichten Allah subhanahu wa ta'ala gelten auf seiner ganzen Erde. Allah ist der Herr von Saudi-Arabien, von Ägypten, von Deutschland, von Amerika. Die ganze Erde gehört ihm. Und seine Gebote müssen auf der ganzen Erde eingehalten werden. Wenn es aber so ist, dass man das in einem Land nicht darf, so sagen die Gelehrten überhaupt, es ist eine Bedingung dafür, dass man in den Ländern der Kuffar reist oder lebt, dass man seine Religion richtig ausüben kann. Wenn nicht, dann ist es nicht erlaubt, in diesen Orten zu leben. Auch Sheikh Abdul Mohsin Abbad wurde vor kurzem gefragt, da ja einige Länder in Europa den Niqab verboten haben, wie sieht es aus mit den Ländern, die den Niqab verboten haben. Dann sagt er, ihr sollt nicht in den Ländern der Kuffar leben, ihr sollt auswandern. Vor allem nach so einer Sache, dass sie euch eure Religion verbieten. Und deswegen, im Generellen, kann man sagen, Wallahu al-Musta'an, dass der Niqab Pflicht ist. Vor allem für eine junge Frau oder eine Frau, die Fitna macht, da gibt es keine Meinungsverschiedenheiten, wie wir die vier Masahib zitiert haben. Natürlich ist es eigentlich eine Schande, wenn eine Frau über sich sagt, nein, ich muss mein Gesicht nicht bedecken, ich bin nicht so schön, ich bin nicht so eine Fitna. Das ist eigentlich keine schöne Sache für sie, sowas zu sagen. Sondern, wie gesagt, die junge Frau oder die Frau, von der Fitna ausgeht, muss ihr Gesicht definitiv bedecken. Jetzt weiter. Die Frau, die in einem Land lebt, wo sie nicht ihr Gesicht bedecken darf, sie sollte normalerweise auswandern. Das ist jetzt sozusagen die Fatwa, die generelle Fatwa. Nicht die Chossa für eine bestimmte Person, sondern im Generellen ist es hier nicht dann erlaubt, in diesem Land zu leben.
wie Sheikh Abdul Mohsin dies erklärt hat. Jetzt kommen wir zu kleinen einzelnen Fällen. Zum Beispiel ein Mädchen ist noch unter 18 und sie hat zum Beispiel Schulpflicht und sie muss rausgehen und so weiter. Und sie ist in einem Land, wo der Niqab verboten ist, gesetzlich verboten ist. Nicht ein Land, wo sie einem zum Beispiel in der Schule ein paar Probleme machen oder ähnlich wie Deutschland zum Beispiel, sondern wie Österreich, wo der Niqab auf der Straße verboten ist, oder wie Frankreich. Dann kann sie zum Beispiel eine Maske wie diese OP-Masken oder ähnliches tragen und ihren Khimar runterziehen, soweit es geht und so weiter, so viel wie möglich von sich bedecken, wenn sie nicht die Möglichkeit hat, Hijra zu machen. Und das war die Sache. Und inshallah, derjenige und diejenigen, die den Haqq wollen, die werden ihn annehmen. Diejenigen aber, die wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte, in ihren Herzen Zayr haben, die werden das nicht annehmen und weiter auf ihrer Meinung einfach beharren. Wir leben in Deutschland, wir leben hier, wir leben dort, hier geht das nicht und so weiter. Und das ist natürlich falsch. Warum lebst du überhaupt in diesen Ländern, wo du nicht leben solltest, außer du kannst deine Religion gut ausführen? Also ist das keine Rechtfertigung dafür, dass du deine Religion nicht ausübst. Deswegen möge Allah uns alle recht leiten und möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Schwestern und Töchtern und Müttern Sitr geben. Und barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum.